Hi, ich habe ja mittlerweile Bergfest gefeiert. Die Hälfte meiner US-Reise ist rum und jetzt wollte ich euch mal kurz erklären, warum das Silicon Valley hier so spannend ist oder warum die Gegend so spannend ist. Indem ich euch einfach mal zeige, ja, welche Firmen hier alles sitzen. Ich fange mal an hier oben oder ich zeige euch erstmal die Weltkarte. Oder die US-Karte. Also hier in Kalifornien ist das Silicon Valley. Direkt. Also es grenzt mit an San Francisco. San Francisco gehört auch noch im Grunde mit dazu. Also man spricht hier auch mehr von der Bay Area. Das ist San Francisco, das ist die Bay Area. Und ja, das hier ist das Silicon Valley, dieser Bereich. Genau, und jetzt zoome ich mal rein und zeige euch die Standorte von ein paar Firmen, die ihr wahrscheinlich schon kennt. Und zwar hier in San Francisco. In South of Market oder SoMa gibt es zum einen Twitter, das ist ungefähr hier. Dann gibt, nee, Twitter ist ungefähr hier. Dann gibt es hier zum Beispiel TechCrunch oder Ustream. Ustream kennt ihr aus der Folge mit den Livestream-Kameras. Also die sind eine der Firmen, die das mit dem Livestream ermöglichen. Ja, hier an der Stelle ist, hier ist Pinterest. Nicht Pinterest, hier ist Instagram. Wurde ja jetzt gekauft von Facebook. Genau, Foursquare befindet sich auch hier eher in dieser Ecke. Ist jetzt nicht so bekannt. Gut, dann gehen wir mal ein bisschen weiter runter. Nach San Bruno. Da sind wir hier. Genau hier finden wir dann unter anderem YouTube. Noch weiter runter kommen wir dann Richtung, ich glaube, zuerst Mellow Park. Genau, Mellow Park. Da gibt es an dieser Stelle das neue Facebook-Gebäude, anscheinend mitten ins Meer gebaut. Von da aus ist es nur ein Katzensprung weiter nach Google. Wo haben wir denn? Google ist in Mountain View und es ist ungefähr hier. Diese ganze Gegend sind alles Gebäude von Google. Da sind nur ein ganz paar andere Gebäude noch zwischendrin. Ja, noch ein bisschen weiter nördlich sind wir dann schon in Cupertino. Da kommen die iPhones her. Hier ist die Zentrale von Apple. Und ich denke, für den Anfang reicht es auch an tollen Unternehmen, die hier in der Gegend sitzen. Also es ist schon, ja, ist alles schon sehr eng beieinander. Wenn man sich das anguckt, von hier oben, von San Francisco bis hier runter, das ist ungefähr die Größe des Rhein-Main-Gebiets. Was man vielleicht auch nicht vergessen darf, was noch wichtig ist, hier in Palo Alto ist an der Stelle die Stanford University ist sogar ein eigener Stadtteil mit eigener Feuerwehr und eigener Polizei. Also die haben Stadtrechte sozusagen. Und wenn man hier auf die andere Seite geht, hier sitzen auch noch eine Menge Firmen in Oakland. Aber da ist nicht nur Oakland, sondern es gibt auch noch, genau hier ist Oakland, hier es gibt auch noch Berkeley. Hier oben in der Ecke ist die Universität von Berkeley, die auch eine extrem gute Universität ist. Und all diese Sachen zusammen haben dafür gesorgt, dass dies eine der innovativsten Regionen ja, der Welt, kann man auf jeden Fall sagen, ist. Aber den Ursprung nahm das Ganze davon, dass das Militär hier unten in der Gegend einige Stützpunkte hatte und vor allem dort auch zum Beispiel Raketentechnik entwickelt hat, für die Mikroprozessoren gebraucht wurden. Daraus sind dann halt viele, ja, viele andere Sachen entstanden, die dann am Ende zu diesem dieser innovativen Gegend geführt haben. Genau, Unternehmen wie Intel und so weiter, HP, haben auch alle ihren Hauptsitz irgendwo da. Aber da ich mehr auf dem Kommunikationslevel bin und nicht so auf der Technikseite, habe ich mich da noch nicht so sehr rein informiert. Genau, das war meine kleine Folge.